willkommen bei den Guitar Nerd Tutorials. Mein Name ist Isaac und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir die Axt und lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guitar Tutorial. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute wieder mit, wie sollte es anders sein, A7X, Avenged Sevenfold. Ja, Shepherd of Fire, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich werde hier so einen kleinen Ausschnitt von dem ganzen Ding zeigen, weil für das ganze Tutorial reicht uns leider nicht die Zeit und der Song ist echt mega geil, auch das Solo, wow. Aber ich werde mal zum Beispiel hier so ein bisschen ein paar Ideen auch zeigen, wie man sowas spielen kann und wie Sin so ein bisschen mit der Gitarre hantiert. Das Playback, was man hier hört, ganz einfach auf www.ultimateguitar.com gehen. Und da Shepherd of Fire reingeben oder eingeben für Guitar Pro und einfach mitlaufen lassen. Habe ich hier gemacht, klingt ziemlich cool, also absolut fett. Okay, wir sind natürlich bei A7X in Drop D. Das heißt, die E-Seite hier, die jetzt kein E mehr ist. Und dazu noch D. Und dann haben wir das Ganze. Vom Sound her, ich habe es jetzt ein bisschen halliger gemacht. Also wer mit dem Guitar Rig arbeitet, einer meiner Lieblingssounds ist God's Love. Einfach mal reinziehen und dann wird es ein bisschen sehr hallig natürlich. Man hört schon, aber dafür die ganzen Obertöne und Harmonik. Das hört sich den Sound ziemlich geil an. Okay, gucken wir uns das Intro an. Wir werden es so ein bisschen aufteilen in Intro, weil irgendwie der Song hat keinen richtigen Ablauf im Sinne von Refrain. Das heißt, wir gucken uns einfach die einzelnen Parts an und die werden immer wiederholt. Und dann kann man ja gucken, wo man was spielt. Wir fangen an mit dem coolsten Part überhaupt. Das ist wahrscheinlich dieser... Okay, was machen wir hier? Von den Noten her ist es relativ easy. Wir haben hier eine Leerseite. Dann mit dem Zeigefinger auf die A-Seite 5. Bund und mit dem Kleinfinger oder mit dem Ringfinger, also man kann es sich selbst, ich mache es mit dem Ring, ich mache es mit dem Kleinfinger, weil er ein bisschen näher dran ist, man kann es aber auch so spielen. Da hat man ein bisschen mehr Power für das Vibro, weil der kleine Finger ist meistens ein bisschen Vibro-krank. Aber geht auch, also man kann sich selbst überlegen, mit welchem Finger man das macht. Okay. Also, wir spielen jetzt Leerseite, dann Zeigefinger 5. Bund A-Seite, mit dem kleinen Finger auf den 8. Bund der A-Seite. Und hier kann man schon so ein bisschen, einfach ein bisschen rumspielen, weil das Intro ist relativ lang. Das heißt, ich würde sagen, ein bisschen einfach mal gucken, ob man vielleicht ein paar Vibros reinmacht oder ein paar Schreie. Oder einfach so ein bisschen Flair in das Ganze bringt. Okay, nochmal der erste Part. Der zweite Part fängt genauso an, das heißt Leerseite. Und dann vom 4. Bund mit dem Zeigefinger hier A-Seite in den 7. Also hier ist es von 5 auf 8, hier ist es von 4 auf 7. Wir machen es mal kurz zum Playback, das heißt, ich werde mal wieder hier auf Anfang stellen und wir spielen mal zusammen, also man hört ja den Klick, wir haben zwei Takte Vorlauf und dann zocken wir jetzt mal zusammen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt eigentlich relativ locker diese ganze Stelle hier. Später wird sie praktisch einfach doppelt so schnell gespielt. Das heißt, wir haben... Hier kann es ruhig so ein bisschen vorgezogen klingen. Also es muss nicht genau geradlinig sein, sondern wir dürfen schon so ein bisschen...
dieser kleine Sprung. Und ab dem Zeitpunkt kann man sich auch überlegen, einfach mal alle drei hier zu spielen. Um einfach ein bisschen fetter zu klingen. Okay, dann immer mal wieder als Auflösung des Ganzen spielen wir einen kompletten Power Chord über den achten Bund und den fünften Bund. Also die E-Seite, achter Bund. Und wir können natürlich immer wieder das D als Leerseite reinnehmen. Also nochmal alles. Ab der Stelle, das ist jetzt praktisch unsere Stelle, wo es in den vermeintlichen Refrain geht. Ich spiele es einmal vor und dann erkläre ich es. Das ist einfach nur eine kleine Akkordverbindung, typisch für Sevenfold und ziemlich cool mit dem Übergang hier. Hatten wir auch bei Unholy Confessions. Wir sind jetzt hier bei der 8. Bei der 8, bei der 5 und jetzt gehen wir auf die 7 hier. Und fangen nochmal genau das gleiche an. 8, 5. Das spielen wir zweimal, also nochmal vom Part davor. Der Übergang ist einfach nur Leerseite, zweite Bund, dritte Bund, Power Chord, hier ein C Power Chord, das heißt Zeigefinger im dritten Bund, der A-Seite, der Ringfinger hier auf dem fünften Bund der D-Seite und genau darunter fünften Bund der G-Seite, der kleine Finger. Okay, nochmal komplett das Ganze. Okay, jetzt ziehen wir uns mal die Strophe rein. Ja, ist so ein ganz standardmäßiges Geschredder, sage ich mal. Ich spiele es einmal auf dem Backing-Track vor und erkläre ich, wie es funktioniert. Also, wie man sieht, der Sound ist jetzt natürlich nicht mehr so glücklich gewählt, weil er einfach zu viel Delay ist für diese ganz krassen abgestoppten Staccato-Parts. Aber ist kein Problem, wichtig ist nur, dass der Sinn dahinter da ist. Wir spielen einmal den Akkord, also das D komplett, und dann spielen wir eigentlich nur die ganzen, oder die leere E, oder hier in unserem Fall D-Seite, als so ein kleines, ja, Metalcore-Part mit schönen abgemüteten Seiten. Okay, ich mach's nochmal ganz langsam. Hier ist ganz wichtig, auf die Drums zu hören. Wir hören uns erstmal ganz kurz ohne die Gitarre die Drums an, damit man so ein bisschen merkt, ah, okay, hier sind die Schläge. Genau, man merkt schon, okay,
Wir haben hier 7 Schläge. Das heißt, wir haben abgesehen von dem. Wie gesagt, hier ist leider ein bisschen sehr extrem mit dem Hall, aber ich will den Sound trotzdem behalten, weil einfach der für die für diesen ganz normalen Part hier ziemlich. Hier einfach mit Foot Switch entweder die, das Delay zuschalten oder wieder wegnehmen. Okay, wie man es so ein bisschen auseinanderbrückeln kann oder wie man es lernen kann, wenn man diese das noch nicht so gut beherrscht, ist es wirklich langsam lernen, weil wir sind hier relativ in einem zügigen Tempo unterwegs. Also praktisch, was man machen könnte, wäre ein Metronom einfach ganz locker stellen und dann erstmal nur diese Up and Downs. Immer mal wieder dazwischen einfach den kompletten Leerakkord. Also. Und dann natürlich auch Double Time, dass man praktisch so ein bisschen dieses Feeling bekommt, dass der Arm locker wird. Mal. Und dann einfach, wenn es soweit ist, mit dem Playback dazu spielen. Ich weiß noch mal. Okay, man hört also, wie das funktionieren soll und ganz locker anfangen. Gerade bei den Parts ist ganz wichtig Präzision, dass wirklich die Gitarre auf den Bassdrum schlägen ist und vielleicht sogar einfach mal clean üben. Dann merkt man, ob das wirklich cool klingt oder nicht. Ja, das war's mit Shepherd of Fire oder mit diesem ganzen Teil. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, macht echt Spaß zum Jam-Track zu spielen und es dauert eine ganze Weile, also bis das Solo kommt, deswegen kann man da ziemlich cool abrocken. Und einfach so ein bisschen die Technik von Sevenfold erlernen. Also gerade hier dieser Übergang, der ganz typische Sevenfold. Und auch so ein bisschen probieren mit dem Palm Mute zu spielen. Also einfach mal ausprobieren und ja, Sevenfold werde ich auf jeden Fall weitermachen. Es wird Unmengen an Tutorials davon geben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinschaltest. Und ja, zock einfach ein bisschen rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay tuned, Desart. Und abonnieren nicht vergessen.